Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute soll es mal darum gehen, ob die Spawn-Plot-Verlosung real ist oder nicht, die am Wochenende gemacht wurde. Am Wochenende wurden, müsst ihr nämlich wissen, Leute, wurden auf dem Server-Chat hier links rumgeschickt von den Moderatoren und Supportern, dass eine Spawn-Plot-Verlosung ist. Unter anderem von Tata, die hat mir auch nochmal bestätigt, dass das Ganze von Abke genehmigt ist und dass die Spawn-Plots eigentlich verlost werden sollten, Leute. Und wir haben es jetzt mittlerweile Dienstag. Eigentlich müsst ihr ja schon mal dafür Zeit gefunden haben, um das zu überschreiben, nach meiner Meinung. Weil du hast auf dem Server eigentlich nicht viel zu tun als Owner. Ganz ehrlich. Er hat ein paar Developer, die sich darum kümmern, Videos zu produzieren. Unbedingt ist, glaube ich, nicht so das, was er jetzt am laufenden Band macht. Gut, er muss noch nebenbei studieren, weiß ich gar nicht. Ach ja, ist ja jetzt auch egal, Leute. Aber man findet ja, glaube ich, mal eben schnell dafür Zeit, um ein paar Leuten ihre Gäste zu überschreiben, Leute. Das dauert maximal 10 Minuten. Und wir gucken jetzt auch mal, ob die Gäste schon wirklich überschrieben wurden. Dazu gehen wir jetzt auf CDP 13, Leute, und schauen da mal hin. Aber ihr müsst wissen, Abke hat sich immer, wenn die neuen CDP-Zeit rauskam, ab CDP 13, hat er sich immer fast alle Spawn-Gäste geholt. Und die dann irgendwann mal Leuten gegeben. Aber er hat natürlich immer noch welche hier am Spawn. Was ich sowieso richtig scheiße finde, die sind einfach leer, Leute, und stehen hier rum. Das sieht einfach scheiße aus neben so einem geilen GS. Wirklich. Leute, hier, PI, gehört Abke und niemand anderem. Und das sollte eigentlich verlost werden. Es sollten alle seine restlichen Spawn-Gäste, die er hat, verlost werden. Von CDB 13 bis CDB 16, Leute. Das kann es echt nicht sein, dass er wirklich da so eine Fake-Verlosung raushaut. Angeblich sollen die Gewinner auf Twitter bekannt gegeben werden. Ich glaube, die werden erst im nächsten Jahr bekannt gegeben. So eine Schnarchtüte wie Küfer Games manchmal ist, Leute. Ich glaube aber nicht, dass die wirklich hier die Spawnplots so vergeben. Im Forum. Da haben auch viele Leute mitgemacht. Ich glaube, irgendwas. Also, so 800 Leute haben da mitgemacht auf Küfer Games. Also schon einige. Wir können mal gucken, ob wir jetzt noch einen Plot finden, was abgehört. Ja, das hier an der Ecke dürfte zum Beispiel noch abgehört. Gut, Leute, Eggplots sind zwar immer nicht so beliebt, aber ist trotzdem ein Spawnplot, ja. So, Leute, also ich finde das richtig unverschämt, dass die Plots wirklich noch nicht überschrieben sind. Entweder ist es wirklich eine Fake-Verlosung oder Abke lässt sich mal wieder Zeit. Ich denke ja mal, es ist eine Fake-Verlosung. Okay. Gut, Leute, wie gesagt, ich denke, ja, es ist wirklich eine Fake-Verlosung, anstatt die Spawnplots hier jetzt wirklich verlost werden. Also, ich finde das echt scheiße von Abke. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch dieses kleine Informationsvideo gefallen hat, gerne mal ein Like und ein Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal, ciao.